Ja, Assalamu alaikum, damit komme ich zum letzten Teil. Es geht also um das wichtige Thema, ist die Religion des Islam friedlich, ja oder nein? Und es gibt Kritiker, die auch wirklich sich da nicht mit dem Koran beschäftigt haben und sagen, da gäbe es Dissens in der Auslegung der Gelehrten und man wüsste nicht, ob der Dschihadismus die einigen befürwortet. Das ist alles Quatsch. Diejenigen, die den Dschihadismus, den Angriffskrieg befürworten, handeln gegen den Koran. Weil der Maximenvers lautet, ein Muslim darf die Feindseligkeiten nicht beginnen. Nächster Punkt. Diejenigen, die Zwangsbekehrung betreiben oder Gewalt in die Bekehrung zum Islam einsetzen, wohlgemerkt, nicht irgendwo verteidigend, sondern als Angriff, diejenigen handeln gegen den Koran. Weil der Koran hat den Leitvers eindeutig, und dieser ist unverrückbar, kein Zwang im Glauben. Nachdem die Wahrheit gekommen ist, heißt es da sinngemäß im Koran, gibt es keinen Zwang mehr im Glauben. Ja? Die Wahrheit hat sich etabliert gegen die Feinde, die Götzendiener, die sich gegen den Monotheismus gestellt haben, die den Polytheismus, den Vielgötterglauben, hochhalten wollten gegen die Wahrheit. Sie wollten die Lüge gegen die Wahrheit siegen lassen und sie haben den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam angegriffen, sie wollten ihn töten. Und im Rahmen der Verteidigung fanden diese Kriege auf Befehl des Allmächtigen statt. Immer und immer wieder steht dann in den Versen, übertretet aber nicht und greift nicht ihr an und antwortet auf Unrecht nur in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wird. Und damit ist ganz klar immer eine Fessel angelegt. Ja, übertretet ja nicht. Ja, und noch einmal. Das islamische Gesetz nach Koran und Sunna gilt in einem islamischen Staat. Und der Allmächtige, Allah subhanahu wa ta'ala, hat eine Teilung vorgenommen. Wir sehen das anhand der Geschichte. Und wer an die Schicksalsbestimmung glaubt, wie kann er dann meinen, ja, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime vor Wien gestoppt hat, insbesondere was auch historisch erwiesen ist, weil die Osmanen irgendwann einmal die Prinzipien des Verteidigungskrieges verlassen haben und in einen Eroberungskrieg übergegangen sind, haben sie nicht mehr den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala gehabt und ihr Reich ist verfallen. Davor hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber auch Omar radiallahu anhu immer gewarnt, wenn diese Verteidigungsschlachten stattgefunden haben, dass sie immer die Grundprinzipien des islamisch notwendigen Verteidigungskrieges zu beachten haben. Aber Expansionskriege oder ganz einfach, dass man dazu übergeht, anzugreifen, obwohl man die Feindseligkeiten nicht zu beginnen hat, das hat dazu geführt, dass mit göttlichem Willen es dann eben auch zu den Eingrenzungen gekommen ist. Die Osmanen wurden vor Wien gestoppt in Cordoba und so wurden dann eben die Grenzen gesetzt. Was wir heute machen, was ich hier zum Beispiel auf YouTube mache, ich verteidige nur die Wahrheit im Rahmen der Debatte. Ja, wenn ein Christ mir sagt, ich bin mit meiner Religion zufrieden, dann bin ich dem nicht feindlich gesonnen, wenn er meine Religion verbal nicht angreift. Ich habe schon einmal gesagt, ich hätte diese ganzen Aufklärungsvideos niemals gemacht, wenn man nicht auf so eine infame Art und Weise den Islam und den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam hier auf YouTube so dermaßen angegriffen hätte. Trotzdem habe ich niemals, weil es, und das wissen viele Christen, aber viele wissen es auch nicht, weil es Bestandteil unserer Religion ist, würde ich genauso wie die Christen den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam beleidigen, würde ich so sozusagen im Gegenzug, ja, den Propheten Isa alaihi salam, Jesus beleidigen, wäre ich raus aus dem Islam. Denn es ist eindeutig, wer Jesus als Propheten nicht anerkennt und an sein Prophetentum glaubt und Jesus nicht akzeptiert als heiligen Propheten, als großen heiligen Propheten, der ist nicht im Islam. Ja? Und das macht eigentlich schon sehr deutlich die Nähe zwischen den Religionen, zwischen dem Islam, dem Christentum und dem Judentum. Es geht nur um die Verteidigung der Wahrheit. Und ein Muslim, der den Koran liest, liest natürlich das Wort Gottes und das Urteil Gottes. Und dass Gott gesagt hat, wenn die Juden und die Christen vom Islam erfahren, als Religion, nicht als politische Ideologie, sondern es geht um die Wahrheit, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesandt ist, der in ihren Büchern prophezeit ist, dass er kommt. Und wenn sie ihn dann ablehnen
und sagen, nein, wir lehnen den ab und wir bleiben bei unserer Religion, so wie es die Juden mit Jesus gemacht haben, dann ist das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala, von dem Allmächtigen, dass eine andere Religion von diesen Menschen nicht angenommen wird und auch nicht von denjenigen, die vom Islam abfallen, im Jenseits wohlgemerkt. Es gibt so viele Widersprüche, und die muss man auch mal ansprechen, zwischen Koran und Sunna. Und wenn es Widersprüche gibt, hat der Koran Vorrang. Ansonsten verweise ich auch jeden Muslim immer wieder auf Sure 25, Vers 30, in dem der Prophet ganz deutlich im Jenseits sprechen wird vor Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, dass die Muslime, dass seine Umma den Koran für etwas hielt, was man nicht zu beachten braucht. Also wenn Koran und Sunna sich widersprechen, hat der Koran Vorrang. Und es gibt Hadith, die situationsbedingt sind, aber dennoch einen Widerspruch zum Koran ganz deutlich darstellen und damit klar machen, dass sie situationsbedingt waren. Angeblich Aussprüche wie, der Prophet sagt, er sei nur gesandt, um die Menschen zu bekämpfen, bis sie La ilaha illallah sagen. Aber demgegenüber steht im Widerspruch der Koran, wo drin sinngemäß steht, dass dem Propheten nur die Predigt obliegt. Und wenn die Menschen es nicht annehmen, er für sie nicht mehr weiter verantwortlich ist. Da steht nicht, wenn sie es nicht annehmen, dann möge er sie deswegen bekämpfen. Der Kampf im Koran ist nur geboten im Rahmen der Verteidigung auf Angriffe gegen die Religion. Und das ist die Essenz unserer wahren Religion. Deswegen kann man nicht sagen, es gibt verschiedene Strömungen. Es gibt nur eine und viele, viele falsche. Und das ist in einer Sunna im Hadith auch ganz deutlich festgelegt, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt hat und gesagt hat, dass diese Umma, der Islam, sich in 73 Gruppen splitten wird und 72 davon gehen in die Hölle. Was ganz deutlich macht, dass diese Splittergruppen, die Dschihadisten, die sich ganz einfach von der Kernbotschaft des allmächtigen Schöpfers entfernt haben, die Verse aus dem Koran herausziehen, einige Verse annehmen und einige nicht. Das gilt auch für die Kritiker, die einfach Verse rausreißen. Dies ist eine große Sünde. Denn das ist nicht etwa eine Auslegungsgeschichte eines Gelehrten oder das ist nicht etwa ein Argument der Muslime, um den Koran gut dastehen zu lassen. Das ist ein Maximenvers im Koran. Wehe denjenigen, die einen Teil des Korans annehmen und einen Teil ablehnen, wehe denjenigen, die den Koran zerstückeln. Das gilt auch für diejenigen, die übertrieben haben in ihrem Verständnis der Abrogation. Das Thema wird jetzt zu weit führen. Aber es geht darum, dass man keinesfalls einfach sagt, das ist jetzt anzunehmen und das ist abzuschwächen. Oder zu sagen, dieser Vers hat eine höhere Gewichtung als dieser Vers. Das alles ist Zerstückeln des Korans. Es gibt nicht, dieser Vers hat eine höhere Gewichtung. Alles und jeder Vers ist vom Allmächtigen. Wer hat nun die Berechtigung zu sagen, dieser Vers hat eine höhere Gewichtung, wohlgemerkt in der Gesetzgebung? Es gibt sehr wohl Gewichtungen hinsichtlich ihrer, ich will es jetzt mal nur so ausdrücken, religiösen Aussage. Zum Beispiel heißt es, der gewaltige Vers, der Thronvers, hat eine gewaltige Macht, ja. Das gibt es viele, viele Sunna und Hadith, was die Vorteile auch von diesem Vers sind, die Schutzfunktionen und so weiter. Aber mir geht es um die Gesetzgebung. Man kann nicht sagen, dieser Vers hat eine stärkere Kraft als ein anderer Vers hinsichtlich der Gesetzgebung, sondern der Koran ist stückweise offenbart und was sich dann geändert hat durch die stückweise Offenbarung, ist die jeweilige Gesetzeslage. Das heißt, der neu offenbarte Vers hat dann die Gesetzeslage, die bestand, bevor der neu offenbarte Vers eben bekannt war, verändert. Aber nicht, dass dadurch dieser Vers, der davor die Gesetzeslage bestimmte, dass der ungültig wird, sondern lediglich sein Verständnis im Rahmen der Gesetzeslage ändert sich. Etwas Zwingendes wird dann durch die Neuoffenbarung des neuen Verses zu diesem Themen- oder Gesetzeskomplex, wird dann zum Beispiel zu einer Freiwilligkeit, vom Imperativ zum Freiwilligen, zum Beispiel das Fastengebot, ja, dass man in einem Monat fastet, das war imperativ. Und seitdem dann der Vers kam, dass der Monat Ramadan der Monat ist, in dem man fasten muss, obligatorisch, ist der davorgehende Vers dann zu einer Freiwilligkeit verändert in der Gesetzeslage, aber verliert nicht seine Gültigkeit, zumal in dem Vers ja dann auch noch die Regelungen drinstehen, dass Ältere und Kranke nicht zu fasten brauchen und was sie dann machen müssen, die Zakat spenden und so weiter als Gegenleistung, Fitra, wenn sie also nicht
das Fasten einhalten können. Also, das nur mal zu einem klaren Verständnis, den Koran nicht zerstückeln, nicht zersplitten. Der Koran ist eindeutig, kein Zwang im Glauben, wir dürfen die Feindseligkeiten nicht beginnen. Es gibt keinen und darf keinen Dissens geben hinsichtlich des Verständnisses, ob der Islam eine friedliche oder eine kriegerische Religion ist. Wer sie in eine kriegerische Religion verwandelt, die Dschihadisten, sie reißen den Verse aus dem Kontext für ihre politischen Ideologien und beachten nicht die Leitmaximsverse, die im Koran verankert sind, für das Grundverständnis. Und Meinungsverschiedenheiten gibt es, aber die treffen nicht auf das Fundament. Und es gibt nur einen wahren Islam und nicht verschiedene Islamströmungen nach dem Motto extrem, das ist dann die Strömung oder die Extremen, das sind die Falschen, denn es steht auch im Koran, dass der Islam eine Religion der Mitte ist. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.